Sondersitzung. Die Stadt Cottbus hat auf die Ankündigung des Energiekonzerns Vattenfall reagiert und eine Sondersitzung für den Mittwoch einberufen. Vattenfall will laut Medienberichten mehrere Millionen aus Gewerbesteuerzahlungen der letzten Jahre zurückfordern. Grund seien gesunkene Strompreise. Davon wäre auch der Cottbuser Haushalt für 2015 betroffen. Der Hauptausschuss trifft sich deshalb am Mittwoch außerplanmäßig. Verwaltung und Politiker müssen die Ausgaben nun neu kalkulieren. Blechen im Fokus. Am 19. August hält Professor Dr. Helmut Börsch-Supan einen Vortrag im Pückler Museum Branitz. Thema sind dann Karl Blechen und die Landschaft als Spiegel der Seele. Es geht um Blechens Versuch, die ihn umgebende Natur mit dem eigenen Seelenleben in Einklang zu bringen. Der Vortrag findet im Rahmen der Ausstellung über Karl Blechen und Karl Gustav Wegener statt. Los geht es am 19. August um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro. Guten Morgen Cottbus. Am Samstag hieß es zum 19. Mal Guten Morgen Cottbus. Gast waren diesmal die Sarsboer Dixieland Stompers und die Theaternative C. Bitte pass in Zukunft besser auf meine Zigarre auf. Am nächsten Samstag gibt es dann die 20. Ausgabe der Veranstaltungsreihe. Zu Gast ist dann das Akkordeon-Salonorchester.